Hallo Leute, was geht? Willkommen auf meinem Kanal zurück. Herzlich willkommen zurück. Schön, dass ihr da seid. Heute kommt das Infovideo endlich, auf das ihr gewartet habt. Es geht heute mal nicht um den Multiplayer, sondern um Blackout. Nichtsdestotrotz seht ihr natürlich, weil ich weiß, dass ihr Multiplayer beim Ansehen doch eigentlich mehr feiert als Blackout. Ein wunderbares Gameplay, was so viele schöne Kills herbeigerufen hat oder beinhaltet. Es ist dieser neue Modus, wie heißt der? Chaos-Kontrolle. Ich habe da vorhin in der Lobby zweimal eine 5 oder 6 Leute gespawntrapped. Ich wollte das gar nicht. Dieser Modus ist komplett broken. Das heißt, wenn ihr mal Abschlussketten machen wollt oder so, geht in den Modus Chaos-Kontrolle. Es gibt, wenn die Gegner eine Sache erobert haben von den zwei Flanken, nur noch einen einzigen Spawn und sie spawnen direkt vor euch. Ihr glaubt mir das nicht? Ich zeig's euch. You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. Don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in millions, they blocking your vision. But no, you can't listen, that shit is all fiction. Cause you hold the power you're as long as you're dreaming. There's no way that you make it. And maybe you can fake it, but you're never gonna make it. Aren't you just gonna take that? Make them take it all back. Don't tell me you believe that. Aren't you just gonna take that? Or will you fucking fight back? And you're not that great, man. Stop what you're saying, stop what you're making. Everybody here knows that you're just faking. Nah, I don't wanna hear it anymore. I don't wanna hear it anymore. All these fucking thoughts, they are not what I need anymore. I'm about to shut the motherfucking door on all you poor ass haters with your heads in the clouds, talking out loud so proud. You better shut your goddamn mouth before I do more, speak out. It's about to head south. You're never gonna make it. There's no way that you make it. And maybe you can fake it, but you. Ich weiß nicht, was sich die Entwickler dabei gedacht haben, so einen Modus rauszubringen, der so scheiße ist im Prinzip. Aber gut, lassen wir es sein. Es ist uns erstmal egal. Es geht um das Blackout-Turnier. Es wird Samstag ab 14 Uhr auf meinem Twitch-Kanal stattfinden. Mein Twitch-Kanal verlinkt, ja, unten auch verlinkt und sonst hier auch einmal eingeblendet. Da ist es. Ihr könnt mit eurem Duo-Partner oder alleine teilnehmen. Es wird ein Duo-Turnier und es gibt ein paar Regeln und ein paar interessante Sachen. Und ich werde euch jetzt erzählen und ich denke mal, dass ich mir da was Witziges ausgedacht habe. Leider gibt es im privaten Match bei Blackout nur die Möglichkeit, 12 Spieler in einer privaten Lobby zu haben. Es geht leider nicht mit 60, 70, was ich gehofft hatte. Das macht aber gar nichts. Der Plan von dem Ganzen ist folgendes. Ihr werdet mit eurem Partner, wenn ihr keinen habt, kommt einfach so in den Stream. Wir haben genug einzelne Spieler, die noch einen Partner suchen. Ihr werdet also zusammengemischt. Mit eurem Partner und mir als Squad abspringen, ohne auffüllen. Das heißt, ich werde gleich nach der Landung irgendwo landen, wo ich sterbe. Und dann werden wir euch zugucken und das live kommentieren und darüber analysieren, wie gut ihr seid. Ihr spielt dann 2 gegen 4. Es geht nach Punkten für Kills, nach Punkten für den Win, wenn möglich. Und es gibt verschiedene Herausforderungen. Ich habe mir 10 Herausforderungen ausgedacht, wofür es extra Punkte gibt. Zum Beispiel bekommt ihr pro Kill 2 Punkte. Wenn er gedownt war und ihr ihn dann tötet, auch 2 Punkte. Hauptsache, er ist raus aus dem Spiel. Es gibt 5 Punkte dafür, wenn ihr jemanden mit einer Granate tötet. Es gibt 10 Punkte dafür, wenn ihr jemanden überfahrt. Und es gibt dann noch 3-4 andere Sachen. All die Punkte werde ich euch ganz am Ende des Videos einmal schön in Ruhe einblenden, dass ihr notfalls auf Stopp drücken könnt. Dann könnt ihr euch nämlich schon mal Taktiken ausdenken, was für euch vielleicht am sinnvollsten wäre, wo ihr vielleicht am meisten Punkte nachher holen könnt oder. Rein theoretisch könnt ihr nämlich dadurch, wenn ihr 2 Leute überfahrt, auch in die nächste Runde kommen.
alle, die Interesse haben mitzumachen, es ist ohne Eintritt, ihr braucht nichts dafür zahlen. Ihr könnt einfach um 14 Uhr in den Twitch-Stream kommen. Ich werde die Anmeldephase, ihr habt nur eine Runde euch zu beweisen, wenn ihr beide abspringt und gleich sterbt, seid ihr leider raus. Ihr habt nur eine Runde, nur eine einzige Chance. Wenn ihr bis 18 Uhr da wart, könnt ihr euch qualifizieren. Die 5 besten Teams, das heißt die 5 besten Duos, kommen in das Finale. Da gibt es 3 Runden privates Match mit 5x2 Teams auf engster Zone mit richtig Action. Und da wird sich dann herauskristallisiert, wer nachher das Turnier gewinnt und wer nicht. Ich glaube, das ist eine sehr interessante Möglichkeit, das Ganze zu machen. Leider gibt es im privaten Modus noch nicht die Möglichkeit, mit 99 oder 100 Leuten abzuspringen. Vielleicht wird das irgendwann kommen. Bei Fortnite geht das ja jetzt, glaube ich, auch schon. Ich bin mir nicht sicher, ist nicht mein Spiel. Auf jeden Fall sehr interessant. So, ihr braucht euch nicht anmelden. Ihr braucht jetzt nicht unten reinschreiben. Ihr wollt auch, wenn ihr zwischen 14 und 18 Uhr bei mir im Twitch-Stream seid, könnt ihr mit eurem Partner und mir abspringen und der Welt zeigen, wie gut ihr seid. Und dann, wie gesagt, die 5 besten Teams aus dem Vorentscheid kommen in das private Match und da ist es in 5 Duos gegeneinander. Da geht es dann ebenfalls um die gleichen Herausforderungen, aber am Ende kann nur ein Team gewinnen. Solltet ihr keinen Partner haben, wie gesagt, ganz entspannt, kommt trotzdem in den Stream, wir suchen euch ein, es sind genug da, die noch keinen haben und notfalls stehe ich auch noch als Joker parat. Ich glaube, allzu oft habt ihr mich noch nicht Blackout zocken sehen, macht aber auch gar nichts, ich bin nicht der Schlechteste, um ganz ehrlich zu sein. Also auch ich als Joker habe so ein bisschen Wert zumindest. Wenn euch das Ganze interessiert, sagt eurem Kumpel Bescheid, falls der irgendwie jetzt noch nichts davon weiß, von seinem Glück, sagt ihm, ab Samstag 14 Uhr ist Blackout-Turnier. Alle, die können natürlich am besten schon um 14 Uhr in den Stream. Wir werden nebenbei auch ein bisschen zocken, bis wir sich wieder 2 angemeldet haben. Ich weiß aktuell nicht, wie viele es sind. Wenn ihr zu spät seid, habt ihr Pech gehabt. Wir gehen nach der Reihenfolge. Das heißt, wenn ihr um 17.30 Uhr kommt, aber 4 Leute noch abspringen müssen, dann seid ihr raus. Dann könnt ihr euch leider nicht qualifizieren. Ich glaube, die Idee ist ganz cool und ich glaube, das wird auch Spaß machen. Und ich freue mich drauf. Das wird bestimmt mal was anderes. Mal sehen, ob wir der neue Trimax von COD werden. War natürlich nur ein Scherz. Würde mich freuen, wenn alle dabei sind. Würde mir wirklich eine Riesenfreude machen, wenn ihr alle auf den Twitch-Stream kommt, weil ich streame jeden Tag auf Twitch mittlerweile. Es fragen immer so viele, warum ich gar nicht streame. Tue ich. Ihr müsst nur bei Twitch vorbeischauen. Auf YouTube streame ich nicht mehr. Da gibt es viele Gründe zu. Das habe ich irgendwo auch schon mal verlinkt. Oh, ich zeige euch das mal. Also wirklich super entspannt das Ganze. Twitch ist eine coole Plattform. Macht auf jeden Fall Spaß. Gibt schöne Mucke. Wir machen uns das schön gemütlich. Und dann haben wir einen richtig schönen Tag. Ich freue mich drauf, wie gesagt, das ist heute in 2 Tagen, ab 14 Uhr geht das los und ich hoffe, dass wir mit der Finalrunde, also bis wir den Sieger gekürt haben, um 20 Uhr durch sind. Das sollte zeitlich auf jeden Fall funktionieren. Das Ganze wird eine Art Testphase sein, sollte dieses Turnier erfolgreich sein, Spaß machen und auch den Teilnehmern Spaß machen, nicht nur mir und nicht nur den Zuschauern, werden wir sowas öfter machen und auch noch in größerem Rahmen mit mehr Preisgeldern und und. Die Gewinner bekommen auf jeden Fall einen Twitch-Sub von mir jeweils umsonst und dazu noch eine PlayStation-Card, dann haben die zumindest nochmal einen Anreiz. Klappt dieses Turnier sehr gut, werden wir nochmal 100 Euro drauflegen beim nächsten und das einfach eine Woche später nochmal machen. Sagt euren Freunden Bescheid, sagt euren Kumpels Bescheid, ist auf jeden Fall eine coole Sache. Da habe ich noch eine Sache mit so, ich sag mal, im Gepäck, was wirklich jetzt für einige interessant sein könnte. Das neue Update im Blackout ist ja gerade rausgekommen und wenn ihr seitdem vielleicht, weil ihr 2 Tage keine Zeit hattet, nicht gespielt habt, solltet ihr jetzt, wirklich jetzt sofort nach diesem Video am besten, wenn ihr ein Like dagelassen habt und vielleicht noch ein Abo, wenn ihr mich noch nicht kennt, unbedingt bei Blackout rein. Es gibt nämlich neue Regeln, beziehungsweise es gibt ein neues Looting-System. Regeln Schwachsinn. Es gibt ein neues Looting-System. Und da müsst ihr euch mit Sicherheit erstmal dran gewöhnen. Solltet ihr es noch nicht gemacht haben, macht das am besten gleich heute, dass ihr Samstag einigermaßen vorbereitet seid. Und ansonsten, mehr habe ich nicht für euch zu sagen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Macht es entspannt. Viel Spaß euch. Haut rein.